Willkommen im Meerschweinchen-Kindergarten. Sieht es bei euch ähnlich aus? Vertrocknete Wiesen weit und breit, seit Wochen kein Regen. Da uns Nachhaltigkeit sehr wichtig ist und wir möglichst lange vermeiden möchten, Gemüse zuzukaufen, suchen wir täglich frische Wiese. Außerdem ist sie viel gesünder. Genau. Die ersten Äpfel, die vom Baum fallen, sorgen für Abwechslung, reichen aber bei weitem nicht aus. Ja, leider haben wir da nichts weiter gefunden, außer ein paar Äpfel. Wir sind dann nochmal an eine andere Stelle gefahren, an einen Bach, der leider vertrocknet war, aber wurden da fündig. Und zwar haben wir Gras und Brennnesseln gefunden. Und? Spitzwegerich. Und, was sehr stupfig ist, aber essen sie trotzdem sehr gerne? Distel. Genau, die Distel. Und hier haben wir, blüht lila normalerweise, wenn es blüht? Luzerne. Genau. Dann haben wir noch Ackerschachtelhalm gefunden. Ackerschachtelhalm, genau, fressen sie nicht so gerne, aber sehr gesund. Und natürlich das leckere Löwenzahn. Leider nur noch so vereinzelte Stellen. Und was uns ganz besonders gefreut hat, was wir noch gefunden haben, wer erkennt's oder wer weiß, was es ist? Eine tolle Heilpflanze. Bärenklau. Genau, fressen sie sehr gerne und ist parasitenaustreibend und gegen diese Krankheit EC, diese Schiefkopfkrankheit, super unterstützendes Heilkraut. Am Ende unseres Spaziergangs kam doch einiges zusammen und die Meerschweinchen haben sich sehr gefreut. Und somit sagen wir mal wieder Tschüss aus dem Meerschweinchen-Kindergarten. Tschüss!